gegen die Schildkröten, nicht gegen mich. Okay, ich bin weg. Da, Talking Stick. Gut. Jetzt heißt es wieder... Ah, Geld. Da können wir auch unser altes Geld wieder aufsammeln, das wir da oben verloren haben. Fällt mir gerade ein, dass wir das ja machen können. Wow. Die sind... ja, ich erinnere mich. Die sind so stark, dass die uns praktisch mit einem Schlag töten. Okay. Wenigstens müssen wir hier nicht so weit laufen. Das ist schon mal ein Trost. Hier habe ich auch schon Mail rein. Okay. Juhu, ich habe mehr Wasser für dich. Mehr Wasser. Maybe you should know. That's odd looking water. Ah, wahrscheinlich kann man hier sogar, aber hier wahrscheinlich sogar zwei Lösungswege. That's some good stuff. Ein Treasure Chest. Neues Schwert, oder? Nee, neues Schwert. Doch, Ice Club of Cold Dust. Besser wie das, was wir jetzt gerade haben. Dann das Einschrotten. Ah, das Einschrotten. Wie ist mit dem Einschrotten? Dem Einschrotten. Das Einschrotten. Ah, das Einschrotten. Und das. Statt die Attacke und jetzt hier. I need to put a barnacle in the well. Lalala. 2 von 3. Jetzt reden wir mit dem. Hey, worry not, that barnacle has taken over. That's. Did I get the talk? Indeed. So, how do you feel? Implantation of mine barnacles. That's great. Goodbye. Yes, geschafft. Talking Stick. Können wir den sogar. Ach nee. Round hole meets. Why would they even try to do that? Why would they? Schade. Vielleicht greifen uns jetzt nicht mehr an. Ich habe einen Stock. Ich bin euer Oberhaupt. Greift mich nicht an. Oh shit, aber die noch. Ne, die auch nicht mehr. Doch, die noch. Okay, die greift noch an. Ach, schade. Ja, das wäre auch zu schön gewesen, wenn wir hier dann jetzt über jede einzelne Insel einfach drüber rennen könnten. Ohne, dass irgendwas passiert. Naja, wenigstens hier auf dieser Insel der Laufweg sehr kurz. Aber ich habe irgendwie noch das Gefühl, als ob das nicht alles ist, was wir tun müssen, ne? Well Keeper. Ah, so why. Ah, okay. Each large island. Gut. Das eine. Ne, warte mal, dann können wir uns einfach. Ich vergesse es immer, dass wir auch uns rumteleportieren können. Und each large island. Also praktisch das da. Das da. Und das da, oder? Oder das da, und das da, und das da. Gehen wir einfach mal hier hin. Ne, hier haben wir das schon gemacht. Hier waren wir schon. Vielleicht Alien Vacation Island. Das kann sein, dass es hier ist. Ah, hier sind sogar schon 2 von den Typen. Warum sind hier 2 von den Typen? Warum sind hier 3 von den Typen? Weird. Nee, das ist das Falsche. Okay, dann ist es die Insel. Was sollte die Insel hier sein? Yeah, das ist die Insel. Party. Schmeiß mir eine Flammengranate auf den.
und töten am besten zwei auf einmal. Ach, ich habe gerade irgendwie Lust auf Kämpfen. Oh ja, das Eisding ist... Nein! Scheiße. Ja, ja, das Schild macht auch, Sachen kaputt. Fässer kaputt. Hier. Dumm. Boom. Nein, was? Wie bin ich jetzt gestorben? Okay, genug gekämpft. Wir rennen jetzt einfach durch. Scheint irgendwie einfacher zu sein. Weil ich glaube, die Entwickler haben das echt so gemacht, dass es, dass die Gegner hier in diesen Levels hier ein höherer Level sind, als sie normal wären, weil man ja nicht ständig hin und her laufen muss. Wieder so ein Ding. Ich mag keine Waffen, die nur physischen Schaden tun. Die helfen gegen die wenigsten Gegner. Das Fass mache ich mal kaputt. Oh, da ist eine Mailbox, wo wir vielleicht noch nichts reingetan haben. Okay. Also auf einen von den Inseln haben wir aber das noch nicht gemacht. That's pretty. La la la. Great. Here's a talking. Yep, geschafft. Well, it's about time someone gave this to me. Do you have any idea how? I guess. Well, it was a very long time. No, I can finally address my people. We used to take turns with the talking stick, but Leon just... I don't know how you got it from him, but I sure am happy you did. So? I certainly... Inside this little fruit is a... I call it my little inch... Could I have... Absolutely. Is there anything I can do to get your... Nope. This little baby is all mine. Nice. Yes, it's a statue. I take pride in how I have to dust it every. I think your statue looked quite dirty. What? Outrage. I'd better quit. Okay, und jetzt noch schnell das hier. Ultimate Drill of Justice. Best. That, okay. Naja. Okay. Also die Methoden, die wir für irgendwelche Sachen benutzen, sind nicht immer die besten oder die freundlichsten. Moving on. Ach ja, ich hoffe überhaupt, der Sound ist ein bisschen güder. Sonst kann ich alles nochmal nachkommentieren. Glaube ich zumindest, dass ich das nachkommentieren muss. Ah ne, oh, falsch. Wir können uns jetzt einfach zurück teleportieren. Und zwar auf der Insel, wo alles anfing. Das da. Uff, den ganzen Hühnern. Babau. Hey, was geht? Greetings. Speak to Oliver. We saw every death. We're overripe fruits. Of course, always in the which in this. Goodbye. Woher hatten wir dann nochmal diese Quest, die
wo wir ja gut, da waren wir ja gerade. Ja. Okay. Ah ne, warte mal, es gibt ja einen Teleporter, das vergesse ich immer. Anscheinend können wir das jetzt. Können wir die Overpipe Food irgendwie kriegen, weil wir jetzt da dieses Gift innen. Ja. Jetzt sprinten wir einfach nochmal schnell da durch. Ich trinke nochmal was. Hi. Los geht's. Zoomen mal ganz weit raus. Und jetzt wieder ganz rein. Und wieder raus. So ist die beste Ansicht. Na, na, na. Jetzt müssen wir noch mit dem reden. Sup, Buddy. Aren't you? What do you well it is oh is there it nope this your statue oh dear I better go. Okay, also gut. Wir haben doch schon das Zeug uns da reingemacht. This well already has a barnacle in it. Ja, jetzt verstehe ich aber nicht, was wir machen müssen. Why would they even try to do that? Also anscheinend ist alles in unserem Inventar vergiftet worden. Wie wär's, wenn wir mit dem einfach mal das hier geben? I don't think he wants that. That's okay. Das hier vielleicht? Das ist lustig. Is there anything I can do? Nope. Okay, schauen wir nochmal unsere Quest an. Okay. You must travel far to get the overpowered food. The well keepers are involved. Put the bed. Well keepers. Ja, das weiß ich ja. Deliver mail. Find missing crew. Win match 5. Sachen, die ich gemacht habe. Ja gut, ich möchte nicht mehr von diesen Cookies benutzen. Fetch an over. Hey, no. Ja gut. Wie wär's, wenn wir. Well, that's pretty. Okay, ich schaue mir mal kurz einen Walkthrough im Internet an. Bis gleich. Hoffentlich crasht es nicht. Alles gut, ich musste alles nochmal neu machen. Eigentlich haben wir alles gleich gemacht. Bloß, dass ihr, wenn ihr da die Barnacles reingemacht habt, mit dem reden müsst und dann sagen müsst, dass seine Stimme rau klingt und er soll was trinken gehen, dann geht er hin und trinkt was davon. Und jetzt können wir das haben. Well, keepers mind. Well, could I? Of course. Yeah. Okay, jetzt haben wir die Overpipe. Puh, sieht aus wie ein Dynamit. Super. Naja, auf jeden Fall, wie ihr sehen könnt, ist meine XP-Bar ungefähr überhaupt nicht da, wo es war, als ich aufgehört habe aufzunehmen. Das liegt daran, dass ich alles nochmal spielen durfte. Weil nämlich hier müsst ihr ganz arg aufpassen. Ich glaube, wir hatten es sogar richtig gemacht. Ich habe es einfach nochmal gemacht, damit ich auch sicher bin. Man muss praktisch alles
Wenn man das falsch macht, muss man alles nochmal neu machen. Also müsst ihr da ganz arg aufpassen. Und zwar geht es darum, dass... Wenn ihr, wenn ihr das mit den Barnacles macht, dann müsst ihr das in einer bestimmten Reihenfolge machen, sonst dürft ihr das ganze Spiel nochmal neu spielen. Okay? Also da müsst ihr ganz arg aufpassen. Zum Glück hatte ich noch einen weiteren Spielstand erstellt. Ich habe jetzt auch zur Sicherheit mal meinen alten Spielstand noch überschrieben. Ja, aber sollte... Jetzt haben wir es ja geschafft. Ihr habt zwar nicht ganz gesehen, wie es geht, aber ich habe es euch ja so halbwegs erklärt. Ich hoffe, das reicht. Wenn ihr trotzdem irgendwie noch Fragen habt, könnt ihr mich einfach irgendwie Kommentare oder so. Ah ja, I love doing this. Oh, da ist sogar ein Cookie. Die mag ich. Irgendwas schießt da auf mich. Gut. Waren das alle Gegner? Nein, da hinten sind noch ein paar Cyborgs. Frissgranate. Scheiße. Also solche Flammenwerfer, Hanswurst, sind nicht zu unterschätzen. Weil die können nämlich... Die kann man nämlich nicht mit Nahkampfangriffen... Oh ja, jetzt haben wir die Boots of Hazard wieder. Ich dachte, die hätten wir vorhin schon bekommen. Wir haben auch leider jetzt nicht die Handschuhe, die wir vorhin hatten. Aber naja, wenigstens sind wir weitergekommen und das ist ja schließlich das Wichtigste. Lalala. Jetzt können wir das Ding hier in die Luft jagen. Weg hier. Lemon. Orange. Boom. Awesome. Okay, dann haben wir wieder einen Teil von diesem Kapitel hier praktisch durch. Und jetzt geht's hauptsächlich noch gegen Cyborg-Hanswursties. Nicht mehr gegen irgendwelche verrückten Inseleinwohner. Oh shit, da waren Fass. Soll ich versuchen, das... Okay, so, jetzt schnell was essen. Was ist denn das hier? Da kann man bestimmt auch irgendwas mitmachen. Oh, oder auch nicht. Egal. Boom. Shit, fuck. Okay. Zum Glück brauchen wir nur einen voll aufgeladenen Schuss, um einen so einen Flammenwerfer Hanswurst die Platz zu machen. Aber leider, wir hatten ja ganz am Anfang mal einen Flammenwerfer aufgesammelt. Aber das hatte sich überhaupt nicht gelohnt. Oder es hatte sich schon, wahrscheinlich schon gelohnt, aber ich habe es irgendwie falsch gemacht und alle Schüsse ins Nichts verplempert. Explosion. Helm. Ne, Chest of Hazard. Können wir das denn anziehen? 240 Lebensenergie. Pff, 200 nur. Sofort anziehen. Sieht nicht viel anders aus, wie das, was wir jetzt anhaben. Haben wir denn schon den Helmet of Hazard? Ja. Bloß noch die falschen Handschuhe. Aber die habe ich jetzt keine Lust, zurückzugehen und die zu sammeln. Eine Treasure Chest. Was da wohl drin ist? Hell von Heaven. Hell from Heaven und noch ein paar andere Sachen. Und die treffe ich sogar mit meinen Granaten. Wie den Typen da oben auch. Hab ihn aber nicht getötet. Da den Medic als erstes. Da hinten ist noch ein Medic.